Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clash Royale und mit mir den Schnitzer, den natürlich, ihr kennt's. Und ja, heute eine ganz besondere Folge Clash Royale. Und zwar werden wir uns das 10-Euro-Angebot und also das 9,99-Euro-Angebot und das 4,99-Euro-Angebot, also hier die zwei, die Supermarkt ruhen, das ist viele Gold da, werden wir uns holen. Und dann werden wir noch die Super Magietruhe öffnen, dann noch eine Magietruhe und eine Riesentruhe, wenn es sich ausgeht. Also lasst erstmal schon mal ein Like da für die Openings. Ja, ich werde mir jetzt erstmal die super magisches Juwelenpack kaufen und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Also, ich habe gerade nochmal einen Screenshot gemacht. Wir öffnen jetzt die Super Magietruhe. Oh, ich bin so aufgeregt. Hoffentlich ist ein Legendary drin. 3241 Gold. Die Wächter freigeschaltet. Das läuft doch. Genau, Königsriese ein paar Mal. Ey, ich bin so aufgeregt. Das glaubt ihr mir nicht. Valkyrie. Knall. Jetzt seltener. Epischer. Ich glaube, hier ist ein Legendary drin. Ja! Oh, Scha! Warum? Lavahund. Wieso den Lavahund? Gut, habe ich jetzt eine Level 2 Legendary. Ey, ich wollte eine andere. Naja, ich will mich nicht mehr. Alter, den Golem können wir jetzt so hart hochmachen, ey. Naja, ich will mich nicht beschweren, ist legendäre Karte. Aber ich hätte gerne einen Anträge gehabt. Okay. Ich kaufe mir nochmal das Paket hier. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, Juwelen habe ich jetzt gut. Und Gold vor allem. Deswegen kaufe ich mir erstmal den dunklen Prinz, weil den habe ich noch nicht. Aber jetzt habe ich ihn. Level 2. Lavahund. Okay, mein Spiel hängt gerade ein bisschen. Hoffentlich ist das für. Merkt ihr jetzt nichts? Boah, es hängt richtig hart. Ja, erstmal Level 8. Herzlich willkommen, Level 8. Turniere freigeschaltet. Ja, läuft. In Lavahund Level 2, ey. Den Golem können wir jetzt so hoch machen, das ist unglaublich. Aber das Gold will ich mir auf jeden Fall noch was für was anderes aufheben. Hoffentlich ziehen wir noch eine Legendary, denn wir können noch zwei. Warte mal, geht sich das noch aus? Nein, leider nicht. Okay, ich tue jetzt erstmal die noch zwei Magietruhen öffnen. Gekauft. Bäm. Okay. 500 Gold. Boah, ich bin so aufgeregt. Bitte eine legendäre Karte. Ich will brauchen eine zweite. Oh, Mega-Lakai freigeschaltet. Das ist doch mal very nice. So, Königsriese, komm, mach mal schneller. Mein Spiel hängt gerade so ultra. Das glaubt ihr mir nicht. Gift. Noch eine? Nein. Da ist leider keine legendäre Karte drin. Aber die Hexe, die wir bald auf Level 3 machen können. Ja. Komm, noch eine. Und dann war es das auch leider. Legendäre Karte, bitte. Drei Musketerinnen. Ich schalte ja alles frei. Juhu. So, Ofen. Kanone. Bogenschützen. Einspiegelt noch eine epische. Nein, schon. Oh. Leider keine legendäre Karte. Den hätte ich mir jetzt auch nicht kaufen. Ja, leider keine legendäre Karte. Echt schade. Was bringt denn das besser? Naja, ich will klone nur die Legendäre, von daher. Okay, was wollen wir denn jetzt noch hochmachen? Ach, Megalakai, der ist neu. Vielleicht können wir den irgendwie ins Deck mit einbauen, den Megalakai. Könnte der hier rein? Naja, ich weiß nicht. Also, wir werden jetzt erstmal hier den Kumpel Golem
erstmal verbessern. 2000 kostet der! Ach du heilige Mama. Das ist ja richtig viel. Hier den dunklen Prinz können wir noch verbessern. Alles klar. So, was ist noch wichtig? Den Knall. Der ist 2000! Alter! Hier die Walküre. 1000! Alter, als ob das so viel kostet. Boah, mein Spiel habe ich... Ja, ich nehme auf. Das wäre es jetzt noch. Die Pfeile auf 7. Easy. Peasy. Lemon Squeezy. Ganz ehrlich. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Naja, Lava Hund Level 2 ist in Ordnung, aber ich hätte mir eine andere legendäre Karte gewünscht. Den Eismagier, ich hätte den Magier nehmen können, das wäre alles cool, aber... Ja. Naja, komm. Wir gucken uns doch mal die Turniere an. Ja. Ich könnte, na klar, jetzt hier wohl beitreten, weil ich habe ja genug Gems. Noch 300. Hier, wir nehmen Dings gratis. Königspokal. Da kämpfen wir. Okay, Königspokal. Herausforderung. Okay, das ist mein Deck. Ui, wir haben den Lumberjack. Ich kenne den. Okay. Komm, wir geben uns jetzt Mühe. Okay. Ich muss gleich mal ins Ladegerät. Was ich gerade bei mir hängen habe. So, ist auch angeschlossen. Oh, guck mal hier, wir haben Holzfäller. Geil. Komm, Lumberjack. Holzfäller. Oh. Wie das was? Wie das was? Wie das ein guter Push? Lumberjack stirbt. Ja, das wird ein guter Push. Hoffe ich. Holst du den Turm, Megalakai? Na, ganz knapp nicht. Große Herausforderung. Mal gucken, ob wir da auch eine Chess gewinnen können. Also die Turniere habe ich endlich freigeschaltet. Das freut mich auch, Alter. Freut mich auch. Und ja, mal gucken, was wir noch so reißen können. Ich hätte mir so gerne eine andere legendäre Karte gewünscht. Ja, kann man nichts machen. Okay, dunkler Prinz. Ich wünsche dir viel Spaß. Er setzt auch ein... Oh, der hat den Eismagier beim Deck. Wieder schreit, ey. Das ist so cool. Also gebt auf jeden Fall mal einen Daumen hoch dafür. Das war nämlich jetzt mein Geld, was ich hier für euch rausgebraten habe. Naja, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch geben würdet. Damit ich sehen kann, dass ihr sowas mögt. Naja, ich hab, das waren 15 Euro, die ich heute ausgegeben habe. Ja, für eine Super Marie-Truhe. Oh Mann, ich hätte so gerne mal eine andere legendäre Karte gehabt. Prinzessin oder so ein Scheiß. Aber nein! Ich bin ein... Eine Super Magie-Truhe? Nein, das kriegst du nicht. Nein. Aber wir sollten gewinnen. Hier müssen wir auf Gewinn gehen. Und der Giftzauber war blöd, hat noch immer einen Turm erwischt. So, was machen wir hier jetzt? Okay, der Lumberjack ist da. Dann will ich mal einen dunklen Prinz hier setzen. Eine Skelettarmee noch. Ich weiß ja nicht bei der Herausforderung, ob man jetzt auch auf die Dings gehen muss, auf die drei Kronen. Das weiß ich nicht. So, nochmal ein Lumberjack, Holzfäller. Und dann nochmal ein dunkler Prinz. Ja, ich kann es mir halt leisten. Oh, ich setze mal halt nochmal Bogenschützen. Oh, gutes Spiel. Cool. Drei Kronen. Eine Karte. Plus. Ah, jetzt sammeln wir Karten. Ah, jetzt sammeln wir die. Das ist ja cool. Wir dürfen aber nur drei Niederlagen machen. Das ist hart. Ah, ob da auch vielleicht ohne legendäre Karte drin ist, das weiß ich nicht. Das müssen wir jetzt gucken. Leute, das wird eine XXL-Folge. Also gebt schon mal jetzt einen Daumen hoch.
Okay, mein Deck hat wieder, glaube ich, das gleiche. Hä, was? Ah, ich habe eine Achievement bekommen. Vielleicht können wir dann hier nochmal eine Riesentruhe oder so öffnen. Boah, heute fließen die Gems aber. Heute fließen die Gems. So, Holzfäller. Ja, warte. Ja, Holzfäller, genau. Das war richtig. Oh, die Kobolde hätte ich vielleicht davor hinsetzen müssen. Ist der Turm weg? Nein, leider nicht. Oh, der macht, glaube ich, jetzt Schaden. Nee, der Turm ist weg. Scheiße. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich, wenn ich verliere, ob ich dann auch diese Karten bekomme. Nein, Ballon. Böse. Komm, mach die Hexe kaputt. Mach kaputt. Bring den Müll raus. Ah, das wird spannend. Das wird wirklich spannend. Aber Holzfäller hätte ich auch gern, das ist cool. Kriegen wir den weg? Nein. Aber jetzt, hoffe ich. Ja, der ist weg. So, ich mache mich mal hier links schon auch wieder zum Verteidigen bereit. So, Megalakai macht dich fertig. Du musst jetzt hier den Ballon verteidigen. Oh Mann, ich glaube, das verlieren wir. Scheiße. Ich glaube, das verlieren wir. Warum kriege ich immer so Scheißdecks? Ja. G. Erste Niederlage. Erste Niederlage. Schade. Ja, komm. Wir wollen noch mehr Karten bekommen. Komm, wir sind motiviert. Kriege ich ein besseres Deck? Ich habe Golem, das ist schon mal gut. Und Elixiersammler. Das ist really gut. Ich habe Kampfholz sogar. Oh, scheiße. Naja. Hier, guck mal, Kampfholz. Das ist ja richtig cool. Das Kampfholz ist echt cool. Das ist eine gute Karte. Das ist eine coole Karte. Aber ich hätte echt gerne eben was anderes gezogen. Das ärgert mich. Das merkt ihr bestimmt auch. So, ich mache den Golem bereit. Oder erstmal den Elixiersammler. Wenn der Kleinkram ist, können wir das Kampfholz setzen. Tesla. Okay. Golem Level 4. Meinen könnte ich vielleicht auch so upgraden, wenn man sich mal überlegt, wie viele Golems ich bekommen habe. Der wird wieder freezen, ne? Ja. Kampfholz. Ja, hat sogar was gebracht. So. Komm. Golem. Gib dir Mühe. So, Gift, geh bitte schnell weg. Danke. Oh, den hätte ich vielleicht auf die andere Seite setzen und den Feuerball. So, wir machen jetzt erstmal hier die Feuergeister. Der Turm ist aber weg. Danke. Kampfholz. Nein, das war Verschwendung. Das war so hart Verschwendung. So, komm, holt den Turm mal eben schnell weg. Wer lieb von euch. Könnten wir aber gewinnen. Könnten wir gewinnen. Der wird aber wieder freezen, wie ich ihn kenne. Ja. Was habe ich gesagt? Was habe ich gesagt? Golem, mach dich bereit. Feuerball. So. Dann den da. Dann das. Schön Flächenschaden gemacht. Boah, der Golem ist schon tot. Was?
Glaube ich ja nicht. Ich setze einfach noch ein. Ich kann's ja. Kampfholz. Ein Sperrkobold haben wir erwischt. Zählen Unentschieden auch als Niederlage? Das würde mich mal interessieren. Gewinnen? Ich liebe nämlich Gewinnen. Ja. Gutes Spiel. Gewonnen, gewonnen. Wenn wir 12 haben, ich glaube, da ist so eine Turnierkiste, wo eine Legendary sicher drin ist. Das wäre cool. Cool, 2 Siege. Wir kriegen 2 neue Karten. Okay. Wie lange nehmen wir? Ich weiß ich gar nicht. Komm, weißt du was? Wir gucken mal, was es hier gibt. An Errungenschaften, weil... Mein Spiel hang grad. Hier, nehmen wir an einer einzigen besonderen Herausforderungsergebnis ein Vorderhand. Ja, ein bisschen Juwelen noch. Weiter geht's. Heute geht's wirklich eine XXL-Folge. Ich würde sagen, das gibt einen Daumen hoch. So, Eismagier haben wir diesmal. Cool. Das war ja mein Wunsch als allererste legendäre Karte. Wurde ja nichts. Statt vielleicht sehen wir ihn heute, aber wie es aussieht, leider nein. Leider Gottes Willen nein. Okay. Hexe. Gibt's aber? Ich hab den Ritter auch noch. Hab ich. Ja, ich kann auch diese. Ich hab genau dasselbe Deck, was der Gegner vor mir hat. Hatte. Kann ich auch freezen mit dem Hog Rider. Hog Rider freeze tak tak. So, ich mach da jetzt nichts. Gut. Mach ich mal einen Frost bereit. Sauber. Das ist aber echt eine gute Taktik, ne? So, ich würde sagen, mal ein Eismagier. Boah, seine Haare sind cool vom Eismagier, die. Oh. Scheiße. Inferno, bist du noch schnell genug? Nein. Oh, der hat gut Schaden gemacht, muss man sagen. Aber ich will gewinnen. Ist ja auch klar. Oh, Lakaien gegen... Der ist eigentlich nicht so stark, der Eismagier. Hat aber eine gute Besonderheit. So, wir kennen das Spiel. Geil, der Turm ist weg. Nice. So ein Ritter nochmal fühle, dass die Dings im Hintergrund noch werfen können. So, ich setze schon mal den Inferno hin, weil der wieder was kommen wird. So, gehen auf die Hexe. So, jetzt schön auf... Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Oh, das habe ich gut gemacht. Oder habe ich das? Weiß ich nicht. Können wir aber gewinnen. Geh auf den Inferno-Turm. Das hat er nicht schlecht gemacht. Oh, der Turm ist weg. Schade. Das hat er echt gut gemacht. Komm, gewinnen. Gewinnen. Gewinnen ist so toll. Gewinnen ist so toll. Und gewinn wie das? Ja. Danke. Gutes Spiel. Aber mich würde es echt mal interessieren, wenn wir 12 von 12 haben, gibt es auch bestimmte Legendary, oder? Ja. Okay, 3 neue Karten haben wir dann. Und 70 Gold als Sieges, dein Preis. Endet in 22 Stunden. Na, hab ich noch ein bisschen, ne? Ja, das war's so viel. Ach, hier können wir auch noch was aufmachen. Okay. Jetzt hat mein Handy vibriert dazu. Tut's mir leid. Oh, eine legendäre Karte. Oh. Nee, der Lavahund ärgert mich. Ist zwar cool, dass ich eine legendäre Karte auf Level 2 jetzt habe. Aber ich hätte gerne den
einen anderen Legendär habe. Ich hätte gerne den Eismagier gehabt, den hätte ich gerne dann statt den Magier genommen oder so. Oder statt Musketerin oder so. Muss ich mal gucken. Jedenfalls spare ich mir nochmal das ganze Gold. Vielleicht kommt noch was Cooles im Shop. Und ja. Ich würde sagen, also die Gems spare ich mir für eine Riesentruhe eventuell auf. Und ja, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, die Super Magietruhe, die zwei Magietruhen und die, Königspokal, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge Clash of Clans oder Clash Royale. Bis dann. Tschüssi. Ich meine natürlich, ciao.